Ready oder was? Ich bin ready, Brudi. Muss ich aufgeregt sein, ne? Also es ich ist bin nicht aufgeregt. Ne? Nein, bist du aufgeregt? Immer ein bisschen. Ja, ich, nö, bei mir alles gut. Okay. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute ist es mal wieder soweit. Einmal im Jahr setzen wir uns zusammen und machen ein Video. Das erste Mal in dem neuen Haus tatsächlich. Nicht das erste Mal, dass ich hier bin, aber das erste Mal, dass wir hier heute hier drehen. Und das klassische Format, was wir eigentlich immer machen, Preise raten. Ja? Mhm. Also ich habe heute das allererste Mal Uhren aus meiner Sammlung mit dabei, die wenigsten, oder ich habe es noch nie gezeigt. Und du hast VGAs, genau. VGAs habe ich. Die ich von dir noch nicht kenne. Genau, richtig. Genau, das sind neue. Ein paar neue habe ich ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Uhr. Mhm. Und zwar, die kommt mit Box und Papieren. Das ist diese Uhr hier. Ihr werdet sie mit Sicherheit ohne dieses Logo kennen. Es ist eine 16013, glaube ich, oder 16014. Eine Vintage Datejust aus den 80er Jahren mit einem Logo drauf von der, ich glaube, von dem Verteidigungsministerium von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weißt du, was ich daran richtig cool finde? Die Geschichte dahinter. Wer hatte die alle schon ums Handgelenk, so weißt du? Also die Uhr bekommt man halt als Staatsmann. Damals, wenn man für die Regierung gearbeitet hat, wurde das halt einem geschenkt. Und die Box ist original? Die Box ist original, ja. Dann wird die Box ja schon sehr teuer sein. Wenn das aus den 80ern eine Rolex-Box ist, dann ist die Box ja schon sehr teuer. Also deswegen. Ja, ja, aber auch ohne das wäre sie auf jeden Fall teurer als die heutigen Rolex-Boxen, oder? Ja, nein, das nicht. Das nee, nicht. Nee, nur nee, wegen nee. Dem Logo nur, auch? Nur wegen dem Logo. Also die Box würde ich jetzt sagen, sage ich jetzt einfach mal 2,5K. Das ist tatsächlich richtig. Dafür habe ich, also EK habe ich 2,5 bezahlt. Bruder. Aber ich habe auch schon mal für eine 3 bezahlt, aber für die habe ich 2,5 bezahlt. Ich habe aber auch heute, Marc hat mir ein Geschenk mitgebracht. Ja. Und zwar den Koran. Ich habe noch nicht angefangen zu lesen, ist klar, weil ich ihn nicht lerne. Aber ich habe ihn hier mir hingestellt als kleinen Beistand. Und Bruder, der erste Preis direkt rein. Ja, ich fühle diese Kraft, die ich gerade extra bekomme. Aber jetzt wird es bei der Uhr kritisch. Mit Papieren, ne? Wie die gerade aktuell geht. Das Problem ist zum Beispiel, man könnte in der Theorie sagen, dass das Blatt jetzt überall auf jede Uhr passt. Aber natürlich muss der Stempel in den Papieren auch aus UAE sein. Ne? Und, ich tue mich da jetzt echt schwer. Es ist nur ein Silbermodell, aber sie ist halt alt und ich weiß halt, mit dem Logo ist sie immer mehr wert als eine normale. Also ich würde jetzt mal sagen, dass sie... Jetzt, ich brauche Beistand. Ich habe so das Gefühl, heute klappt das. Sag 23. Also die Uhr ist nicht zu verkaufen, aber mit der Box zusammen ist richtig. Ist tatsächlich richtig. Es ist 22, 23 kann man. Ernsthaft? Ja, ja. Bruder, Maschallah, ey. Aber, ja. aber wie kommst du drauf? Weil, ich habe einfach in meinem Kopf gerechnet, was die jetzt so als normales Modell aus der Zeit kosten würde als Silbermodell. Normales Modell kostet nur 6.000 Euro. Ja, aber genau, richtig. Das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe halt einfach den Aufschlag für mich gemacht mit diesem Logo. Ja. Weil wir haben ja schon öfters über diese Logos geredet und ich weiß ja, dass die sehr begehrt sind und sehr selten sind. Also ihr werdet da draußen... Und 23 ist meine Glückszahl. Ah, okay. Also ihr werdet da draußen einige Modelle immer finden, die unter 10 angeboten werden. Das sind meistens halt Uhren ohne alles. Aber das Wichtige ist, selbst wenn ihr eine mit Papieren findet, muss das Auslieferungsland halt aus Abu Dhabi oder Dubai sein. Und mit der Box, das habe ich so noch sehr nicht gesehen. Sehr schöne Uhr, ja. Ich finde die auch geil, weil die Historie dahinter, stell mir halt einfach vor, wie die ganzen Gangster die getragen haben. Da drüben laufen nur, also sind nur Halal-Jungs unterwegs. Jeder, Bruder, sei mir nicht sauer, aber jeder, der in der Politik ist, ist auch ein bisschen Gangster. Okay, das kann sein. Ey, würde ich jetzt einfach mal in den Raum. So, jetzt bin ich aber dran, ne? Ja. Hier haben wir einmal GTA, Grand Theft Auto, den ersten Teil von der PlayStation 3. Nicht wundern, der Spielzustand sieht jetzt am ersten Moment nicht so gut aus, aber das liegt an diesem Case. PlayStation 1. PlayStation 1 ist das, aus dem Jahr 1998. Release-Jahr dann. Release-Jahr. Mit dem Security Stripe hier oben noch schön zu sehen auch. Das ist die US-Version in dem 9.6er A++ Rating. Das ist ein sehr gutes Rating. Besser wäre natürlich noch eine 9.8er, aber es ist jetzt, ne, ja. Das habe ich. Also ich habe das Spiel, das war das allererste PC-Spiel, was ich damals gespielt habe. Mit dieser Vogelperspektive von oben, ja. Genau, und ich hatte damals keinen Computer, das war eher so eine Sache, ich hatte einen Klassenkollegen und der hatte einen Computer bekommen zur Kommunion und da hat er das gespielt, danke dir.
Also Warta ist irgendwie immer teurer, ne? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also für die Leute, die es interessiert, es gibt zwei beliebte Institute, wo man diese eingeschweißten Spiele hinschicken kann und bewerten lassen kann. Das ist einmal VGA und einmal Warta. Dass die jetzt mehr teuer sind, würde ich jetzt nicht sagen. Also nee. Also ich würde mal sagen, PlayStation ist jetzt nicht so wie Game Boy. Ist natürlich einfach AAA-Titel irgendwie in der Welt der Computerspiele oder der generell Spiele. Mhm. Ich würde sagen... Aber ohne dich unterbrechen zu wollen, Bruder, bevor du... Bruder, bevor du jetzt einen Preistipp abgibst, viele N64-Spiele sind auch aus dem Zeitraum. Ne? Wenn du dir jetzt überlegst, so Mario Kart, auch zum Beispiel GoldenEye, was wir hier liegen haben, wenn du jetzt mal nur guckst, GoldenEye ist von 97. Also ja, du hast recht, das ist PlayStation und nicht Game Boy oder Super Nintendo, aber es ist auch schon sehr alt, es ist von 98, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt so gesagt, wahrscheinlich wird das Spiel so knapp bei, ich sag, 13.000 Euro. Ja, da, nee. Nein? Nee. Mehr oder weniger? Mehr. Lava, echt ja, mehr? Ja. Wie viel? Wegen dem Rating dann, oder? Der Zustand ist ja gut, es ist auch ein Spiel, was du in so nicht so über oft 20? Siehst. Über 20? Nein, 17,5. Ach, krass. Ja. Stimmt, jetzt weiß ich. Ja, ja, ja. 17.500 Dollar. Ja. Dollar. Also es wären so 15.000 Euro, so dicht war, also war es ja ganz dicht dran. Ja, ja, stimmt. Genau, richtig. Cooles Spiel, ja stimmt, das kam aus Österreich im Übrigen. Sehr nee, das kam nicht aus Österreich. Achso, ach ja, das kam aus Österreich, ja, 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 natürlich. Ja, Bruder. Wir machen weiter mit einer meiner letzten Uhren, die ich bekommen habe, und zwar eine Audemars Piguet Skeleton Double Balance. Die ist, glaube ich, einen Monat bei mir. Das Besondere ist, sie hat zwei Unruhen, also zwei Herzen, die auf Resonanz aufeinander einschlagen. Die finde ich, also für mich wäre es keine Uhr, die ich tragen würde, aber ich finde sie wunderschön. Wunderschön zum Anschauen. Ja, mich ärgert es, dass ich so ein Alzheimer habe. Du hast mir nämlich mal den Preis schon dafür gesagt, glaube ich. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, sie ist sehr selten und sie ist auch unverkäuflich. Mhm. Du suchst nach dieser Uhr ja schon sehr, sehr lange. Das habe ich mir gemerkt. Oh, und ohne mir Piquet. Also ich würde jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Also sie ist auf jeden Fall unter 100.000 Euro. Ich versuche ein bisschen was aus deinem Gesicht rauszulesen. Ich sag, die Uhr liegt bei einem Fuffi. Nein, Lava, so wenig schätzt du? Nein, Mann. Listenpreis ist, glaube ich, knapp 60. Und die günstigste Uhr jetzt aktuell in Deutschland ist, glaube ich, bei knapp unter 130, 128. Sicherem. Ja, von daher, das ist ein bisschen teure Uhr. Ärgerlich. Aber rein punktetechnisch steht es jetzt ja... Du hast einen. Ja. Gut, okay. Dann kommen wir jetzt hier zu einem Spiel, was viele Zuschauer vielleicht auch kennen. GoldenEye für ein N64, James Bond GoldenEye. Ich würde sagen, Top 3 Titel auf der N64. Also ich würde Top 3 einordnen auf dem N64. Und das haben wir hier in einem schönen 9,8er A++ Rating. Mhm. Das ist so eigentlich mit das beste Rating, was du bei diesem Spiel bekommen kannst. So, das heißt, das ist das beste, also das ist okay. Aber andererseits natürlich auch nicht vergessen, wenn es einer der beliebtesten Spiele war, wurden ja auch viele produziert. Ah, okay. Von dieser Uhr wurden ja wenig produziert und deswegen ist die Nachfrage so hoch. Stimmt. Also normalerweise, so mein Herz wird mir eigentlich sagen unter 10. Mhm. Ich sag 13. 13.000 Euro? Ja, oder? Wie viel? Da hast du dich leider ein bisschen verunsichern lassen von mir. Das liegt, würde ich sagen, aktuell so roundabout bei 50.000 Euro. Was? Ja. Dafür 50? Ja. Nein. Doch, doch. Krass. 50.000 Euro? Ja. Das, also ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr, also das ist dann sehr teuer. Das ist ein sehr, sehr teures Spiel. Ja. Ich sammle das schon sehr, also ich sammle ja schon sehr Wo lange. Wo war das vor einem Jahr so? Oder dein erstes, was du jetzt, das hast du damals für ein... Die PAL-Version, die europäische Version, war ja wesentlich weniger wert früher. Alle Spiele, nicht nur das Spiel, alle Spiele sind explodiert. Dafür hättest du vielleicht noch vor einem Jahr unter 10 gezahlt. Die Preise sind explodiert und ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich würde mehrere Faktoren sagen, Corona. Die Leute sitzen nur zu Hause, haben Langeweile, haben Bock irgendwie ein bisschen... Och ja, hier früher Kindheit da. Aber der ganz entscheidende, gravierende Punkt ist, dass aus der Comic-Sammler-Szene aus Amerika sehr viele nicht mehr Comics sammeln, sondern jetzt anfangen, Spiele zu sammeln. Und die Comic-Sammler bringen halt viel Geld mit, sind bereit, hohe Preise zu bezahlen. Ah, okay. Und ganz neuer Aspekt eigentlich. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Machen wir weiter mit dieser Uhr hier. Ein paar von euch werden sie vielleicht kennen. Und zwar
ist das meine Patek Philippe 3710. Das ist eine Nautilus, die unbeliebteste Nautilus, die ist eigentlich so. Das ist mir jetzt auch ein Bein zu stellen. Das ist tatsächlich so, wirklich. Dann ist das so ein Sensenblatt? Das ist die Gangreserve, wenn du das jetzt so, dann zeigt sieht ja aus wie ein Sensenblatt, finde ich. Also wie eine Sense. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Niemand will den Tod aufs Handgelenk. Ja, Patek Philippe habe ich immer falsch gelegen in den letzten Videos oder wenn wir mal so untereinander geraten haben. Das sind halt auch die Silbermodelle, die Stahlmodelle, schon sehr teuer, Digga. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, wegen der Sense sage ich 66.000. Also das kann ich schon eigentlich so gelten lassen. Also die ist zwischen 65 und sagen wir mal 70.000 Euro. Ich habe die damals gekauft für 18. Für 18? Ja. Ich gebe dir 20 jetzt. Ja. Ein Spiel, was glaube ich jeder, der irgendwie was von behauptet, Gaming zu kennen, müsste dieses Spiel kennen. Tetris auf dem Gameboy. Man darf nicht verwechseln, hier oben steht ja Release 93, siehst du ja. Mhm. Das Release von diesem Spiel war 89, zusammen mit dem Gameboy als Bundle-Version. Und erst 93 konntest du es dann einzeln kaufen. Weil es immer mit dem Gameboy verkauft genau wurde. Genau richtig. Und deswegen ist es halt auch einer der beliebtesten Titel aller Zeiten, weil damals, wenn du den Gameboy gekauft hast, hast du dir auch Tetris gekauft. Niemand hat sich das gekauft, wahrscheinlich so, weil alle das schon hatten. Also ich denke, dass es ein sehr, sehr teures Spiel ist. Also was heißt sehr teuer, sehe ich es über... Also in meiner Wertigkeit zum Beispiel, ich würde es vor GoldenEye sehen, in meiner Wertigkeit, aber ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit auch mal darüber gesprochen, manchmal zum Beispiel ist das einfach nicht der Fall. Ich würde hier ein bisschen... Soll ich dir einen Tipp geben? Du liegst ja dick hinten. Es ist bei Weitem nicht ansatzweise bei GoldenEye. Ja, okay. Also ich hätte von Haus aus gesagt, ich hätte gesagt in der Range so, wenn ich mich festlegen müsste, über 10 und unter 20, würde ich so sagen 17. Ja, Bruder, das war's komplett, Arino. Wieso? Ja, das liegt, also ich habe bezahlt für das Spiel 9.500 Euro. War so wenig? Ja. Ich kann dir auch nicht sagen, warum da die Preisentwicklung noch so gering ist. Ey, Bro, Tetris ist sehr wichtig. Wichtig und richtig. Dann machen wir weiter mit einer Omega, eine Marke, die ich sehr schätze und jeder, der neu ins Game einsteigt, sollte sie mal abchecken. Das ist eine limitierte Serie, heißt Alaska Project. Die kommt auch noch mit einem anderen Armband. Die hat man gemacht für eine Expedition, wenn man draußen ist und alles ist voller Schnee. Man hat keine Wolken und dann schaut man auf ein schwarzes Ziffernblatt. Dann ist es so, dass die Iris sich dann nochmal verändert und wenn man dann wieder von dem Ziffernblatt wegguckt, dann sieht man halt nichts in diesem Schnee. Und darum haben sich die Leute halt gedacht, okay, für die Expedition machen wir von Omega dann einfach ein weißes Ziffernblatt da rein. Und wir haben hier, wie viele Pieces haben die gemacht? Knapp 1400 noch was. Nee, 1970. 1400. Nee, das ist die Nummer. Achso, okay, ja, genau. Muss ich dir jetzt deinen Job erklären? Na, alles gut, ja, alles gut. Nein. Also ich finde die Uhr, muss ich sagen, so rein optisch gesehen mit dem Armband auch sieht schön aus. Aber Omega war nie so die teure Uhr. Ja gut, die ist limitiert, aber auch nicht so krass limitiert, 2000 Stück. Also ich würde die Uhr nicht weit über 10.000 sehen, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Ich würde sagen... 9.500. Ah, okay, knapp dann. Wir sind hier bei 13. Ah, verflucht, aber dicht dran, ja. 13. Ich habe die Uhr damals gekauft für 4.000 Euro, glaube ich. Mhm. Und auch da war es genau wie mit der Patek auch ganz unbeliebt. Niemand wollte die haben. Die hat sich nicht verkauft. Mhm. Die hat sich einfach nicht verkauft. Wegen dem weißen Blatt, das haben die Leute nicht gefeiert. Und heute ist es schwer zu bekommen. Wir haben aktuell auf Chrono, glaube ich, nur 4 oder 5 Modelle online. Und da wird auch noch, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Aber auch gut geraten eigentlich. Die einzige, die mich so ein bisschen ins Ausgehauen hat, war die Royal Oak. Dann haben wir hier etwas Wunderschönes. Ja. Und zwar ein Game Boy Color Pokémon Edition. Inklusive dem Pokémon Gelb. Man könnte jetzt natürlich sagen, ey, wenn da jetzt noch Pokémon Gelb drin ist, dann kann man es ja aufmachen und das auch nochmal verkaufen. Aber da ist nur das Spiel drin, ist ja klar. Also nur das Spiel an für sich, dieses kleine Plastikspiel. Wichtig als kleiner Fun Fact, du siehst ja hier diese Holo-Stripes. Das ist bei den First Edition, bei dem normalen Game Boy Color. Die First Edition hatte diese Holo-Stripes an der Seite. Die Nachfolgemodelle des Game Boy Colors hatten das nicht. Bei mir, also man weiß ja ungefähr, dass das Gelbe aus dem Release ja so knapp 90 wert ist. Kommt auf den Zustand drauf an. Kommt auf den Zustand drauf an, natürlich. Tja. Aber du kannst also den Gameboy ja nicht anhand dessen bewerten, was das Spiel, was da drin ist, wert wäre. Denn das Spiel ist da ja nicht drin, also das nicht ist, in der Verpackung, sondern nur halt
das Gameboy-Spiel an für sich, ne? Als solches. Gameboy, ja. Also ich würde schon sagen, gerade im Moment, weil sowieso Pokémon alles so im Hype ist, 45. Ja, Bruder, das war's auch echt komplett, Digga. Ey, was? Heute ist so schlecht? Heute bist du echt schlecht, Digga. Ja. Also ich habe bezahlt dafür etwas über 13.000 Euro. Hör mal, sorry, aber das folgt einfach gar keiner Logik. Das macht gar keinen Sinn. Das macht einfach gar keinen Sinn. Das muss doch viel teurer sein. Keine Ahnung, Bruder. Ey, guck mal, wenn das Pokémon so, das macht einfach keinen Sinn. Ich habe mir die Preise nicht ausgesucht. Es ist halt so, wie es ist. Bruder, echt enttäuschend deine Leistung heute. Also. Soll ich sonst eventuell mal kurz den Koran auf deine Seite legen, damit du ein bisschen... Ne? Genau. Mir hat er heute sehr geholfen. So, gucken wir jetzt hier. Und zwar Not For Sale, eine Uhr. Sascha findet die auch ganz toll. Auf jeden Fall, das ist eine Uhr, die man erhält, wenn man ein teures Modell hat. Die muss zum Service und dann geben die einem, oder haben sie damals gegeben, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, diese Uhr hier. Aber nur rein jetzt, du hast sie ja legal erworben, aber rein theoretisch, dann muss die ja irgendjemand da zapzerab gemacht haben. Ja, also ich sag mal, es gibt auch ein paar Italiener, die Service Center haben. Und die dann halt die Lizenz haben, Uhren zu reparieren. Die sind aber dann nicht von Hublot und so, und dann kann man die schon mal so verkaufen. Das wird schwierig, Digga, weil ich da Hublot kenne ich gar nicht von der Preisentwicklung. Ist schon eine etwas schwierigere Marke, ne, muss man ganz klar sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, die Omega, gut, die ist not for sale. Das ist dann natürlich etwas seltener. Ich sag 14.000. Ah, nicht so viel, nur 5. Ja. Die letzte wurde für 5 verkauft. Ja, ist halt eigentlich jetzt nicht so was Besonderes. So, und als letztes bei mir haben wir hier noch einen limitierten Game Boy Advance SP Pikachu Edition. Ey, guck mal, jetzt bitte. Also, ich sag mal so, wenn das Ding jetzt, ich meine, das sieht auf jeden Fall brutal aus, aber es kann nicht sein. Also, das muss günstiger sein als das. Keine Ahnung, Bruder. Ey, wenn das jetzt teurer ist als das, dann verliere ich den Glauben. Das ist auf jeden Fall eine limitierte Edition, die es nur im Toys R Us gab in Amerika. Ah, okay. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es die auch in Europa gab, aber es ist halt nicht, also diese Version ist Toys R Us Exclusive aus Amerika. Ich finde übrigens auch gut, was sie hier für ein hochqualitatives Bild von Toys R Us drauf, so pixelig. Also, oh, Bruder, reicht doch. Ich sag mal so, ich würde sagen, du hast das aktuell 5.000 Euro wert. Es kann nicht anders sein. Es geht einfach nicht. Bist du dir sicher? Weil, guck mal, ich will jetzt nur... Hier ist halt das Pikachu zwar auch drauf, aber wesentlich kleiner und da ist halt... Bro, hier steht Pokémon drauf. Ja, aber das ist speziell nur Pikachu, das große Gesicht, ne? Also ich bleib bei 5. Genau richtig. Nein, echt? Ja. 5.000 Euro? Ja. Ey, wenn du jetzt hier gesagt hast, nein, das kostet 30, hätte ich gesagt, okay, dann bin ich raus. Ich habe den vor ein paar Tagen, ich hatte den doppelt. Aber nein, hast du doch gedacht, aber nice. Habe ich so für 5.000 getauschtwert. Schön. Ja. Als letzte Uhr auf meiner Seite haben wir hier eine GMT Master aus den, ich guck mal gerade ganz genau nach. Die finde ich sehr schön. Ist aber, im ersten Moment würde man denken, das Blau ist schon ein bisschen verblasst, ne? Ist doch da, ja, UV, okay. Also UV-Licht ist rausgegangen. Aus 83 ist die. Das ist eine 16750 mit einem matten Ziffernblatt. Anders jetzt zum Beispiel bei deiner Uhr. Siehst du hier, dass das quasi ein Druck auf dem Ziffernblatt ist. Das heißt, alles ist so nicht glänzend. Und das Besondere ist, wir haben hier Box, Papiere, den Kalender und die Hangtags noch mit dazu. Und das ist schon etwas sehr, sehr Seltenes. Allein dieses Booklet ist unmöglich zu finden. Also wäre es schon sauer, wenn ich es jetzt zerreißen würde. Ja, ziemlich, ja, genau. Okay, also ich finde die Uhr sehr schön. Wäre jetzt vielleicht nichts, was ich tragen würde, so vom Ding her. Okay, von 83 ist die mit Papieren. Mit Papieren, Box, Hangtag, allem. Die würde ich schon so bei 40.000 sehen. Also momentan ist die, also die ist auch nicht zu verkaufen, die habe ich schon sehr, sehr lange. Die liegt bei 30. Ja. Knapp daneben, aber 40 wird sie erreichen. 40 wird sie erreichen, weil sowas ist wirklich sehr selten. Band ist auch in einem guten Zustand und insgesamt ist wirklich einfach eine traumhafte Uhr. Ich liebe dieses Modell und. Finde ich auch schick. Ich hätte halt gedacht, sie ist noch ein bisschen mehr wert, weil sie halt, weil du alle Papiere hast und sie schon relativ alt ist und was bezahlst du jetzt für ein Pepsi-Modell neues? Bezahlt sie auch schon um 20 ungefähr. Ja. Deswegen habe ich so gedacht, okay, kann man verdoppeln. Ja. Aber gut. Ja, damit glaube ich, haben wir unentschieden. Ne? Nein, Aber nicht.
Das ist aber diese wirklich, also. Nein, diese Runde keine geht an dich. Ahnung, beim letzten Mal muss ich sagen, beim letzten Mal glaube ich, da war mit Memo, ne? Also, beim letzten Mal wurde ich gut durchgereicht. Ja, genau. Heute bin ich zufrieden. Ja, heute ist gut gelaufen. Von daher, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Kein Problem. Und alle seine Videos sind in der Beschreibung verlinkt. Schaut gerne bei ihm vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.